Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe unserer Monday Night Raw Review. Raw 1077, knappe 2 Wochen vom Royal Rumble entfernt. Und so langsam aber sicher nähert man sich der Road to WrestleMania. Ja, mit dabei, wie immer, wie könnte es anders sein, der JME, der Jens. Guten Tag. Ja, das war doch mal eine, sagen wir mal, ereignisreiche Show, um noch nicht so viel vorwegzunehmen. Aber starten wir doch mal direkt mit dem, was war. Ja, Anfang und Ende dieser Show, Daniel Bryan und die Wyatts. Angefangen hat es zunächst mit einem Video-Package über diese ganze Geschichte zwischen Daniel Bryan und den Wyatts, ehe es dann zum Opening-Match kam. Die Usos gewannen gegen Daniel Bryan und Bray Wyatt via DQ als die Gefolgschaft in Namen von Harper und Rowan die Usos attackierten. Und ja, dann sollten die Usos niedergeprügelt werden und konnten sich allerdings wehren und flüchten. Und Daniel Bryan hatte mal wieder die Arschkarte und hat die Sister Abigail abgekriegt. Weil er muss ja noch lernen. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was ich von dieser Story halten soll. Also grundsätzlich gefällt mir das immer ganz gut, aber ich bin fasziniert, wie stark die Usos dargestellt werden, beziehungsweise wie schwach eigentlich die Wyatt Family, vor allen Dingen Rowan und Harper im Moment dargestellt werden, nachdem sie eigentlich über Wochen ja immer so in Richtung Titel gepusht wurden. Aber es macht bisher, so schnell man es auch durchgezogen hat, relativ viel Sinn. Ich hätte ja hier auch was anderes besser gefunden, aber vielleicht liegt das jetzt nur auch nur an mir und vielleicht wäre das auch verschwendet. Andererseits läuft es darauf hinaus, dass es keine Konfrontation geben wird. Aber was wäre denn jetzt so schlimm dran gewesen, gerade weil Daniel Bryan jetzt hier mit drinne steckt, jetzt hier so eine Mini-Fehde gegen die Shield reinzubauen? Weil man hätte jetzt auch durchaus die White Family in diesen Matches und Bryan und Harper und Rowan gegen die Shield stellen können. Das kannst du sonst nicht. Ja, aber wenn die Shield dann irgendwann gesplittet wird, dann ist es vorbei mit der Chance. Und jetzt hätte man die Chance, weil mit Bryan halt ein Face mit drin ist. Da würde also Heel gegen Heel auch irgendwie passen noch. Aber es ist bloß so ein wirrer Gedankengang von mir. Ich schätze mal, die Sache hat damit zu tun, dass bei Shield und Punk gerade noch diese Überleitungsphase zu dieser Sache, die dann hinterher mit Triple H kommen wird, so noch nicht abgeschlossen ist und man deshalb so ein bisschen sich noch davor scheut, zumindest vor dem Royal Rumble da jetzt irgendwie was zu machen. Wir können jetzt schon mal von wegnehmen. Vielleicht kann man ja schon mal, woran mag es liegen, dass das, oder warten wir bis zum Main Event, also die. Warten bis zum Main Event. Wir steigern uns. Wir verwahren uns das Highlight bis zum Ende. Ja, Video zum WWE Network. Und da war es dann nochmal, ja, ich weiß jetzt nicht, in welcher Farbe es zu lesen war. Schwarz auf weiß war es, glaube ich, nicht. Aber alle 12 Pay-Per-Views live auf dem WWE Network für diese 9,99 € im Monat. 6 Monate Mindestlaufzeit des Abos. Allerdings in HD und damit schon bei 6 Monaten immer noch $5 günstiger als WrestleMania. Aber nur 720, ja. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber. Ja. Weil ich glaube, es hat auch was mit dem Stream zu tun. Ja, gut, aber man kann ja nicht alles haben. Ganz interessant ist auch, dass gerade im Moment die Diskussion läuft, ob die Pay-Per-Views den, oder die ehemaligen Pay-Per-Views dann weniger, also tatsächlich, ob die, man den Fokus wegnimmt von den Pay-Per-Views, oder ob man ihn nicht weiter, also das ist eine Diskussion, die gerade in den USA geführt wird, ob man ihn nicht weiter drauf lassen sollte, weil die Pay-Per-Views eigentlich das Zugpferd für die meisten Leute sind, sich diese, sich in Abo zuzulegen. Und wenn man die vernachlässigt, dann sind es nur noch bessere Hausshows und warum sollte ich mir den Kram dann noch kaufen? Da muss man abwarten, denke ich einfach mal. Also interessante Diskussion auf jeden Fall. Weiter ging es dann mit einem ungewöhnlichen John Cena-Match, zumindest ungewöhnlich für die Uhrzeit. Jedenfalls gewann er in knapp 10,5 Minuten gegen Damian Sandow nach dem Attitude Adjustment in einem, in meinen Augen, sehr starken Match. Nicht so stark wie das erste Match im letzten Jahr der beiden, wo es um den Titel ging, aber Sandow und Cena haben in meinen Augen eine unfassbar gute Chemie im Ring. Also bessere Chemie habe ich bei Cena eigentlich jetzt in letzter Zeit nur mit Bryan und mit Punk gesehen. Aber, und jetzt kommt's, ich verstehe dieses Booking von Sandow nicht. In den letzten Wochen schlägt er sich eher schlecht als recht mit dem Great Khali zusammen. Zu hier, da,
durch die Gegend. Gott sei Dank gab es kein drittes Match. Ja, in der letzten Woche wird er dann sogar noch vom Rentner Sergeant Slaughter gedemütigt. Und in dieser Woche soll er dann ein ernstzunehmender Gegner für John Cena sein. Und er hält im Grunde war er ein Ernst. Ja, er ist ein ernstzunehmender Gegner. Das, ich finde das so dämlich. So unglaubwürdig, so paradox, so... Ja, das ist halt die Inkonstanz, die man ja legt. Da weiß die eine Hand nicht, was die andere in der nächsten Woche geplant hat. Und jetzt sieht es wieder so aus, als hätte man Großes für Damien Sandow in Planung und nächste Woche kommt dann das dritte Match gegen den Great Khali. So weit würde ich nicht gehen. Was mir aufgefallen ist, was mich zum Schmunzeln gebracht hat, ist, dass John Cena wieder krampfhaft versucht hat, neue Moves auszupacken. Ja, und dass man krampfhaft hat, einen Submission-Niederlage anzudeuten. Oh, ja, und hier dieser Sharpshooter oder die Reverse-Sharpshooter irgendwie, ne? Ja. Ich glaube, Edge hatte den ja mal, das Finisher oder Signature. Ich weiß aber nicht. Das sah irgendwie aus wie eine Mischung aus Sharpshooter und dem Original-Lion-Tamer. Ja, ich warte mal, wie hieß denn das? Hieß das Educator oder so? Auf jeden Fall hat Edge den mal in Zeit. Ja, ich glaube. Auf jeden Fall lag das an Cena oder hat Nintendo einfach falsch angesetzt? Das sah wieder so scheiße aus. Der Crossfit sah auch nicht, er war gut normal ausgeführt, aber es sah halt auch irgendwie, weil Cenas Gesichtsausdruck auch immer so leidend, weißt du? Der kann halt nur leidend oder lachend. Ja. Auch bei einigen Pumps, die Cena genommen hat, wie, also es war jetzt alles nicht schlecht, und das Match war auch, ja, war durchaus. Das war wirklich gut, fand ich. Aber wie ungelenk Cena da wirklich manchmal aussieht. Das ist wirklich lustig irgendwie. Und man konnte natürlich sehen, Cenas Papa war da. Oh, und da war eigentlich schon klar, irgendwas musste passieren, weil man war nicht in Boston, man war nicht in Massachusetts, man war in Rhode Island, also musste eigentlich irgendwas passieren, weil warum sollte sonst Cenas Vater da sein? Ich habe es jedenfalls komisch gefunden. Ich konnte es mir in dem Augenblick noch nicht zusammenreimen, aber ich fand es merkwürdig. Ja. Weil es halt keine Hometown-Ausgabe für Cena war. Ich habe mir da auch am Anfang wenig dabei gedacht. Ich muss das überlegen, ob die in Boston sind. Ich glaube, die waren nicht so furchtbar weit weg, oder? Ich weiß nicht, Rhode Island, Providence, Rhode Island. Ich glaube auch irgendwo im Osten. Aber vielleicht sage ich jetzt was vollkommen Falsches. Aber nee, ich glaube, das müsste irgendwo... Ja, von Boston wird schon ein Stück weg sein. Also USA sind ja dann doch andere Maßstäbe. Ja, aber kommen wir vielleicht später noch dazu. Ja. War nicht so der Fan davon. Ja. Weiter ging es dann mit einem Backstage-Segment mit Brad Maddox und Kane. Das war... ein wenig unterhaltsam, also Kane wollte von Maddox, dass er sich mal was für die heutige Show überlegt. Er kam mit einem Steel Cage Match daher. Welch Zufall, der Cage hang schon vorher über dem Ring. Ja, das finde ich Logik im Wrestling. Ja, und Kane kam dann auf die Idee, ja, wir machen das, aber ich bin der Einzige, der den Schlüssel hat. Mir kam da sofort der Gedanke so, ist Kane vielleicht irgendwie so ein Spitzel, so ein Doppelagent oder irgendwie so, weil seine Aktionen, die bevorteilen ja eher die Faces in letzter Zeit. Und er hat ja eigentlich dafür gesorgt jetzt, dass Daniel Bryan dann seine Rache hinterher bekommen hat, worauf wir später noch zu sprechen kommen. Weil er ja der Einzige war, der den Käfig hätte öffnen können. Der war ja eine gute Kette vor. Na, solange wie es nicht auf eine Reunion von Team Hell No hinausläuft, sondern eher auf Kane ist der Handlanger von Vince McMahon oder sowas. Was tatsächlich sein könnte. Das würde storyline-mäßig Sinn machen, weil er hatte ja sich ja freiwillig Stephen McMahon angeschlossen. Das vielleicht auf Vince hin und vielleicht ist dann Vince der Teufel, naja, ist ja egal. Ich fand's irgendwie, würde Sinn machen. Ich fand's irgendwie aber auch witzig, wie Kanes Maske dann in so einem Glaskasten da stand. Das ist mir die Woche vorher nie aufgefallen. Keine Ahnung, ob es das auch schon war. Zumindest habe ich es da nicht gesehen. Ja, und dann kam das absolute Lowlight der Show für mich. Big Show demontierte Jack Swagger in 1:19. Und weil Big Show ja auch so ein dufter Kerl ist, hat er dann noch den hilflosen alten Sepp Coulter mal eben ausgenockt, weil, hey, ich bin Big Show und ich kann alles machen und ich werde bejubelt. Also dieses Booking von Big Show, ne? Er ist Heel. Er macht eine Pause, er kommt wieder, wird als Steve Austin-Verschnitt gepusht, verliert dieses Titelmatch, verschwindet komplett aus den Shows, kommt letzte Woche als grimmiger Brummelbär zurück, greift Brock Lesnar an und vergreift sich diese Woche an einem hilflosen alten Mann. Also im Grunde ist er nicht besser als Lesnar zum Beispiel. Nee, er ist eine Bully. Er ist Ryback. Ich meine, man könnte das ja noch, wenn irgendwie so eine Fehde ist, wo wirklich zwei tief verfeindet sind, also zum Beispiel hier Triple H und Paul Heyman, dass Triple H dann Heyman irgendwann. Das könnte man ja, das ist ja noch zu verkraften. Aber unprovoziert. Einfach so. Ja. Ich gehe zurück in den Ring, weil Sepp Coulter da ist und hau ihn um.
Er hat ihm nie was getan, Coulter. Ja, nö. Die hatten nie was miteinander zu tun bisher. Und dann auch noch, eigentlich ist Coulter ja so ein heimlicher Publikumsliebling. Ja. Ja, er ist zwar Heel, aber die Americans werden ja ordentlich bejubelt. USA. Cesaro wird da auch noch dargestellt wie der letzte Dödel. Das hat mich aber alles gar nicht gestört, weil diese mehr von einem Push für Cesaro und so. Ja, aber mich kotzt das so an, wenn Big Show jedes Mal die halbe Tag-Team-Division zerlegt, nur weil man ihn jetzt gerade aufbauen muss. Das ist immer dasselbe. Ich meine, in den letzten Monaten hat man mit Swagger und Cesaro nichts gemacht. Das Film war für mich wirklich gar nicht so, also es war jetzt nicht schön, aber man muss Big Show halt irgendwie aufbauen gegen Lesnar. Und das war tatsächlich alles noch Sachen, die ich verkraften konnte. Ich meine, Big Show hat auch schon schlechtere Matches gezeigt. Es war eine Minute 19. Ich bitte. Ja, aber trotzdem hat er schon deutlich Schlechteres gezeigt. Nee, da kann er nicht viel falsch machen. Aber dann wirklich dieses Verprügeln von Coulter, dieses Ausholen mit diesem Popeye-Punch und... Soll mir nochmal jemand erzählen, warum WWE genau nicht heuchlerisch ist? Wie ist das? Nee, also das hat mich richtig angekotzt, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und hat dann auch der Show am Ende wieder geschadet. Eine bessere Bewertung verhindert, in meinen Augen. Naja. Es folgte mal wieder ein Batze-Video. Nächste Woche kommt er wohl zurück. Und dann kam das obligatorische Six-Man-Tag-Team-Match. The Shield in einem, wie könnte es anders sein, Rematch. Dieses Mal von SmackDown. Gegen CM Punk und den New Age Outlaws. Und ganz ohne Scheiß. Ich habe mir die Paarung angeguckt und ich dachte mir irgendwie, letzte Woche kam mir das schon komisch vor und ich dachte mir, wieso ausgerechnet die New Age Outlaws mit Punk, die müssten doch eigentlich, vor allen Dingen, weil sie nochmal die Ex erwähnt haben, Buddies von Triple H sein. Ohne Scheiß. Und dann kam dann dieser Turn, als sie dann einfach abgehauen sind, Punk alleine gelassen haben und Punk, mit dem, ich glaube, schlechtesten Spear, den Reigns je gezeigt hat, dann gepinnt wurde. Ja, sah nicht so sonderlich aus. Ja. Also das passte, war gut, wirklich super umgesetzt auch. Also ich habe mich die ganze Zeit wirklich, wie gesagt, gefragt, warum ausgerechnet die New Age Outlaws mit Punk? Aber der Abgang machte dann halt wirklich Sinn, weil sie halt die gute Beziehung zu Triple H haben und er ihnen dann wahrscheinlich gesagt hat, hey, lass den mal im Stich. Aber warum will überhaupt Triple H gegen CM Punk? Das verstehe ich gerade nicht. Also da fällt mir noch so ein bisschen der Bogen. Weil CM Punk irgendwie ihn mal in der Promo irgendwie gesagt hat, hey, du böser Bube, du bist hier böse, du und dein Regime, ihr macht nur Kacke und seid doch mal wieder fair. Ja, so ungefähr. Ja, macht für mich nicht so Sinn, aber okay, egal. Ich meine, warum Sinn suchen, wo es keinen Sinn gibt? Es ist zumindest in der Umsetzung konsequent. Nee, ich fand's auch gut umgesetzt und auch stimmig und also wenn man weiß, dass es wohl auf Punk gegen Triple H hinauslaufen soll, dann passt das schon alles. Ich meine, warum ist jetzt wieder eine andere Frage, aber... Was ich ja auch noch besonders schön fand, dass Reigns die Ansage gegeben hat für die Triple Powerbomb. Da zieht man dann diesen Faceturn wirklich sehr schön in die Länge. Immer mal hier so eine Aktion, er wird immer mehr bejubelt, aber dann gleichzeitig halt auch nicht der komplette Sinneswandel, sondern hey, den zerlegen wir jetzt nochmal. Andererseits muss man sagen, nach dem, was im Main Event passiert ist, musst du ja bei solchen Sachen eben, weil Reigns das angedeutet hat, schon wieder fast davon ausgehen, dass vielleicht dieser Shield Split schon wieder ad acta gelegt wurde. Weil ja irgendwie, offenbar lässt man sich jede Woche was Neues einfallen. So wirft halt Pläne, weil das passt wieder so überhaupt nicht. Nee, aber es ist langsam und bisher passt es, wenn man jetzt nicht so diese... Komplett, man hat sich jetzt wieder zusammengerauft, aber während des Matches gab es dann auch trotzdem von Ambrose wieder so ein paar Züge, hey, wir greifen jetzt nicht seinen Kopf an, sondern ich mache das, was ich für richtig halte. Da gab es ja auch so Mini-Unstimmigkeiten. Ich weiß nicht, ob an diesen großen Knall, also ich muss den Split auch nicht haben, aber bisher finde ich das Booking gut in diesem Shield-Zusammenhang. Ich habe hier so mittlerweile das Gefühl, und zwar, weil, keine Ahnung, weil man so ein bisschen zu deutlich hinausstellt, dass Batze in der Battle Royale ist, dass Batze nicht gewinnen wird. Ja, jetzt nach dem Main Event bin ich mir da auch schon wieder nicht so sicher, aber... Nee, ich glaube nicht, dass Bryan gewinnt. Ich glaube nicht, dass Reigns gewinnt. Nee, das doch, genau, das glaube ich. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Denn letztendlich, Batze kann man gegen irgendjemand anders stellen. Weiß, was ich nicht... Was ist denn, wenn es jetzt auch ausläuft auf Bryan gegen Undertaker und Batze gegen Lesnar? Wem hast du denn für Orten? Niemanden. Ja, aber ich glaube nicht, dass man Reigns gegen Orton stellt, weil auch Orton einfach dafür zu schlechte Reaktionen zieht. Ja, Orton zieht aber gegen jeden schlechte Reaktion. Ja, aber deswegen brauchst du halt einen dabei, der
jetzt schon richtig gute. Und so stark sehe ich dann Reigns bei den Reaktionen dann auch noch nicht. Das kann sich ja noch ändern. Aber es wäre natürlich ein Wahnsinns-Upset, muss man sagen. Und könnte ich mich auch durchaus mit anfreunden. Weil wäre es nicht dann doch selbst für WWE bisschen zu durchsichtig, wenn man vorher immer sagt, Batista kommt zurück und stellenweise redet man davon, dass Batista ja den Royal Rumble gewinnen möchte und er wird und Top-Favorit und so. Wäre es nicht ein bisschen einfach, Batista tatsächlich gewinnen zu lassen? Also ich fände es schon lustig, wenn am Ende wirklich Del Rio ihn rauswirft. Aber ja, da müssen wir mal abwarten. Also dadurch, dass jetzt Bayern auch wieder hinterher geturnt ist, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, ist der Favoritenkreis zumindest ein bisschen wieder angestiegen und es ist spannend. Ja, an Brian glaube ich nicht, weil das würde auf Brian gegen Orton schon wieder hinauslaufen. Und nie und nimmer. Das, da glaube ich, muss man recken nicht dran. Vielleicht verliert ja Orton. Ja, Cena gegen Brian dann gleich. Ja, immer noch ein Gefühl. Ja, vielleicht steht noch ein Elimination Chamber. Also. Dann hätte man aber kein Elimination Chamber Match mehr. Doch, mit Titel. Wenn Brian den Rumble gewinnt, Orton verliert in der Chamber den Titel an irgendjemanden und ach, was weiß ich, lass uns überraschen. Okay, ja. Dann ging es mal wieder mit einem Backstage-Segment zwischen den Wyatts weiter, Daniel Bryan und Bray Wyatt. Alle haben erzählt, hey, was es im Käfig gibt. Erlösung, Vergebung. Und Bryan meinte, Monster. War wieder ein gutes Segment. Ich finde die Backstage-Segmente sogar teilweise besser als die On-Air-Segmente im Ring. Weil mir das auch ein bisschen so überhastet kommt. Also dann auf einmal schon, weil so von Null auf Fly Brian schließt sich der Wyatt Family an und dann gab's sofort die Matches. Das kam mir ein bisschen zu schnell. Das ja, wirkt das für mich ein bisschen antiklimatisch. Ich will's mögen. Ich will's wirklich mögen. Ich mag's stellenweise auch so, wie es umgesetzt wird. Also die Mimik, wie man die Geschichte so erzählt, mag ich wirklich, aber es kommt mir irgendwas stört mich noch. Das ist irgendwie, keine Ahnung, wie die Mücke, die dich im Traumurlaub stört. Backstage kommt es ja auch irgendwie so ein bisschen mehr creepy rüber, so mit dem Gimmick. Alles so dunkel, diese Beleuchtung und die wirken alle so ein bisschen bedrohlicher. Ja, dann kommt mal wieder das obligatorische Diven-Match, Tag-Team-Match. AJ und Tamina gewannen gegen die Funke Deckels. AJ hat wie heißt es denn jetzt? Ariane oder Cameron bei, ja, niedergestreckt mit dem Shining Wizard, auch vorher so ein bisschen niedergeprügelt und Naomi machte dann den Save für ihre Partnerin, verpasste AJ den Rearview und ja, anscheinend haben wir eine neue Herausforderin. Und dieses Mal stimmte sogar das Timing von Naomi einigermaßen. Und während des Matches war irgendwo Emma im Publikum und hat ein Schild mit Emma Taining hochgehalten. Absolut das Highlight dieses Matches. Ja, und JBL wusste, wer es ist. Gratulation. Der General Manager von NXT kennt seine Leute mittlerweile. Juhu. Ich mag Emma. Ich auch. Und vor allen Dingen, sie kann auch was, hat bei Lance Storm gelernt und kann nur positiv sein, dass man sie hochzieht. Also man muss sagen, bei diesem Technik-Match, ich weiß nicht, was ich von Tamina, okay, die durfte hier nicht so wirklich viel lernen. Cameron und Tamina hat man ein bisschen rausgehalten. Sie auf den starken Part der Teams konzentriert, wobei das man irgendwie auch schon ja, aber sei es drum, aber Tamina ist eigentlich, aber da ist keine Entwicklung. Also sie hat das Potenzial, sie hat die Anlagen, sie kann auch richtig viel auspacken. Was man da das eine Mal gesehen hat im letzten Jahr, als sie da nach dem Match, ich glaube, Brie Bella da völlig auseinandergepflückt hat, nur im Match kann sie es irgendwie nicht abrufen. Da fehlt wahrscheinlich dann auch irgendwie die Praxis. Erfahrung nicht, aber ja, Praxis. Ja, doch, Erfahrung. Abstimmung. Letztendlich. Weil da wirkt es dann immer so ja, unharmonisch. Das Problem ist halt auch, dass du, glaub, wirklich nur lernst oder wirklich viel lernst im Laufe der Jahre, wenn du in Einzelmatches stehst. Auch bei den Hausshows. Ich meine, man hört ja immer wieder auch, dass viele Indie-Wrestler, selbst wenn die jetzt nicht schlecht waren, aber bei WWE ist es nochmal ein anderes Level, weil du, ja, nicht jeden Tag, aber zumindest 3-4 Mal die Woche oder 4-5 Mal die Woche oder vielleicht sogar noch mehr antrittst und du kriegst dort Routine und dann lernst du noch viele Sachen dazu. Meine, und vor allem auch vor Tausenden von Zuschauern, ne? Ja, okay, ich meine, vor meinen Abläufen wird das ja nicht viel ändern. Und das ist vielleicht, ja, vielleicht ist dann nicht mehr so nervös oder so. Eine Rolle. Du kriegst Routine dort rein, also mehr Routine, wenn du 2 Jahre bei WWE bist und bei Hausshows antrittst, als 2 Jahre im Indie-Bereich oder so. Aber wenn du nur in Tag-Team-Matches stehst, keine Ahnung, bekommst du die Routine nicht, auch weil du dich in Anführungsstrichen verstecken kannst hinter deinem Partner. Ich glaube, das wird bei vielen von den Damen wirkt sich das aus. Die werden einfach nicht wirklich besser.
Ja, und vor allen Dingen gerade als Heel. Selbst wenn du jetzt in einem Tag Team Match lange im Ring stehst, du agierst halt ganz anders als in einem Singles Match, weil dann immer diese lange Bearbeitungsphase kommt. Du hast halt diese Isolation und es ist halt ein ganz anderer Ablauf. Aber AJ war mal wieder ein herrlicher Gesichtsausdruck, dieses Crazy, und das Publikum, we love AJ. Ja. Und da das Publikum eigentlich, mal abgesehen vom Main Event, eine absolute Enttäuschung war, war das schon erstaunlich, dass es relativ gute Reaktionen gab. Ich mag Emma. Das nochmal. Ja, ich auch. Gehen wir weiter. Backstage war Randy Orton, ich glaube, in der dritten oder vierten Woche in Folge auf der Suche nach Triple H und Stephanie McMahon, die uns wieder erspart blieben. Halleluja. Ja, aber er wurde dann von Kane vertröstet, denn er darf heute gegen Kofi Kingston ran. Und da Orton ja gegen Lesnar, Cena und Batista so ein bisschen Angst hat, gegen die anzutreten oder dass er antreten müsste, fand er Kofi Kingston dann einen schönen Gegner. Ich hatte erst gedacht, oh, das nimmt er den richtig auseinander, jetzt kommt irgendwie so ein No-DQ-Match oder so, aber dazu später mehr. Denn vorher wurde noch bekannt gegeben, dass der Ultimate Warrior in die Hall of Fame aufgenommen wird. Ah. Möchtest du dazu was sagen? Weiß nicht direkt, was ich dazu sagen soll. Also sagen wir mal so, wenn man sich so anguckt, wer in der Hall of Fame ist, dann hat der Warrior sicherlich verdient, da reinzukommen. Ja komm, in das seiner Zeit ohne... war er halt wirklich mit Hogan an der Spitze. Was ja, danach was gekommen ist... Zeit? Eigentlich vielleicht bestenfalls ein Jahr, wenn man... Ja, okay. Er wenn man jetzt sagt, Intercontinental Jahre Championship 90er. War damals Spitze, dann... Und er hat die beiden Titel gleichzeitig gehalten. Ich glaube, da gab es auch nur zwei. Mit einem noch. Ich weiß nicht, wer der andere war, aber ich glaube, es gab insgesamt zwei, die beide Titel gleichzeitig gehalten haben. Also ich weiß, dass er beide Titel... Ja. Er stand im WrestleMania Main Event, also er hat's so gesehen verdient. Wenn man, also mehr als Coco Beware zum Beispiel. Ja, wenn man sieht, wer sonst... Also es ist ja auch die WWE Hall of Fame und keine Wrestling Hall of Fame. Dementsprechend hat er selbst bei einer Wrestling Hall of Fame... Das Du hast aber ja auch halt, das Observer Radio gehört heute? Ja. Hast du gehört, wo sie spekuliert haben, ob Hulk Hogan dann am Ende die Einführungsrede für den Warrior übernimmt und die dann Angst haben, dass er den Warrior beerdigt und dann sich selber nochmal in den Himmel lobt? Ja, davon muss man immer ausgehen, glaube ich, wenn Hogan irgendwo ranlässt und man keine Kontrolle drüber hat. Und Cena soll gelb-rote Unterwäsche getragen haben. Ist hat er auch. Aufgefallen. Ist auch zu sehen, ja, wenn man genau hinguckt. Aber von Calvin Klein. Ja, aber gelb-rot. Andeutung über Antwort. Aber gelb-rot. Beim Warrior ist ja ganz interessant, dass der Herr Warrior, einigen von uns werden es vielleicht wissen, dass WWE lange Zeit, also dass man gegenseitig nicht gut aufeinander zu sprechen war und dass WWE ihn auch auf einer DVD oder auf einem Video damals komplett beerdigt hat. Ja, das Self-Destruction of the Ultimate Warrior. Also vielleicht nie da gewesen und dass der Warrior jahrelang und fast jahrzehntelang immer über WWE gehetzt hat und als Bret Hart dann sich versöhnt hat mit Vince McMahon, ist er über Bret Hart hergezogen, wie er nur kann und keine Moral und kein Rückgrat. Voilà, es gibt Geld und schon ist er da. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass er in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht so wirklich viel Geld verdient hat und es daher auch machen kann. Und ja, natürlich, er ist ja auch, ich glaube, ein ziemlicher Rassist. Wenn ich das ja, mal der so. Warrior, wie er jetzt heißt. Ja, er heißt ja jetzt wirklich nur Warrior. Ja, das ist ja ein Kopf. Man muss, also ich glaube, Brian Alvarez hatte das irgendwie vor Monaten schon mal auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, als ich Kind war, und das möchte ich unterstützen, vielleicht, also nein, ganz so schlimm war es bei mir nicht, aber als ich Kind war, habe ich den Ultimate Warrior für den besten Wrestler der Welt gehalten. Das wurde schnell anders, als ich ein bisschen mehr über diesen Sport wusste. Also es ist tatsächlich wohl. Und einer der schlechtesten Wrestler, der jemals stark gepusht wurde. Der war richtig scheiße. Und das Match gegen Hulk Hogan war nur gut, weil es ihm halt wichtig war. Weil beide halt das, unbesiegbar waren. Ja, das war ja, und weil man das vorher, das ist das, glaube ich, eins der ganz wenigen Matches, die man wirklich vorher zu Tode geprobt hat. Da war jeder Move war vorher abgesprochen. Jeder Move, sowas gibt's ja nochmal. Jeder Move, alles, was man gemacht hat, war vorher abgesprochen und wahrscheinlich 10.000 Mal geprobt. Da war nichts improvisiert, da wurde nichts im Zufall überlassen und deshalb wurde es wahrscheinlich noch einigermaßen erträglich. Aber egal. Ja, wie gesagt, irgendwie hat das schon verdient. Irgendwie gehört er ja dazu. Ja. Gehen wir weiter. Paul Heyman bei Renee Young
Und ja, er zeigte sich nicht sonderlich beeindruckt von Big Show, dass der alte Männer verprügeln kann. Zeigte sich auch nicht sonderlich beängstigt, dass es ihm auch so gehen könnte. Und ja, nächste Woche gibt's dann vor dem Rumble ein Aufeinandertreffen der beiden und dann das Match. Weil Lesnar hat heute Urlaub. Ja. Passte. Dann kam, ich glaube, das schlechteste und uninteressanteste Match über 15 Minuten, was ich seit Jahren gesehen habe. Also Kofi Kingston gewann gegen Randy Orton via Pin nach dem SOS. Und jetzt mal abgesehen davon, dass Kingston das ganze Match über verprügelt wurde und dann als Undercarder den World Heavyweight Champion pinnen darf, ausgerechnet den finalen Move verbockt er auch noch. Und Randy Ortons Schulter, die linke, die war bei zwei einmal oben. Hat keiner gesehen, hat keiner beachtet. Ist aber so gewesen. Und ja, möchtest du etwas zu diesem Match sagen? Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es jetzt total, also den Begriff schlecht würde ich jetzt nicht in den Mund nehmen. Es war nur unchristlich langweilig. Unchristlich langweilig, das ist immer eine schöne Bezeichnung. Gott verlassen. Keine Ahnung, die personifizierte Pinkelpause. Man ist rausgegangen und nach 5 Minuten gab es immer noch einen Headlock. Pinkelpause ist aber gut, also da hättest du aber mehr machen können, als nur pinkeln zu gehen. Ja, keine Ahnung. Es waren 16 Minuten Beatdown, immer wenn Kingston ein kleines Comeback starten wollte, hat Ort ihn wieder niedergeprügelt. Ja, passierte nichts, das Publikum war völlig tot, hat sich einen Scheiß um Kofi Kingston geschert, hat sich einen noch größeren Scheiß um Randy Orton geschert, lass mich aussprechen. Dann auf einmal aus dem Nichts ein Move und es war ja noch nicht mal wirklich ein Einroller, es war ja hinterher sogar ein cleaner Pin, dadurch, dass Kingston den Move auch so ein wenig verbockt hatte. Und boah. Im Grunde, ich meine, ich habe mit dem Ausgang hier gar kein Problem, also oder von dem, wie das Match gebuckt war, weil Orton hat dominiert und er hätte das Ding ganz lange rausschaukeln müssen, das war der Eindruck. Und Kingston ist ein großer Upset-Sieg gelangt, also so schlecht war das jetzt gar nicht. Nein. Das gab's früher auch schon. Ich sehe jetzt nicht, dass Orton als Champion gegen den Undercard verloren hat. Ja, nein, aber ich verstehe nicht, warum man ausgerechnet Kingston nehmen musste. Ja, weil der Miss oder weiß ich was nicht noch schlimmer wäre. Ja, das ist natürlich die Frage, wer sonst. Aber hätten sie Big E genommen oder was weiß ich. Ja, das hättest du dann nicht so bucken können, das Match. Ja, aber das so, ich glaube, bei SmackDown schon das Rematch. Ich schätze mal, Orton wird Kingston jetzt in 2-3 Minuten komplett zerpflücken. Oder spätestens nächste Woche bei Raw. Auf jeden Fall ist Orton danach völlig ausgetickt. Hat mal wieder Cenas Vater verprügelt, krankenhausreif geschlagen. Ganz ehrlich, ich weiß, du wirst das jetzt nicht gerne hören. Es hat's schon, ich weiß nicht wie oft gegeben, dass Cenas Vater verprügelt wurde, auch von Orton. Und diese starke persönliche Einbindung macht jetzt auch keinen Sinn, wenn die Fehde beim Royal Rumble enden muss. Weil eigentlich kannst du es jetzt nicht beim Royal Rumble beenden, es sei denn Cena gewinnt und dann hat Orton dann doch wieder ein Rematch. Aber es ist immerhin irgendwas in dieser Fehde passiert. Und darüber bin ich froh. Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Man könnte jetzt sagen, es ist was passiert, natürlich. Einerseits ist Orton seit Wochen lang der weinerliche Pisser, der immer irgendwas zu jammern hat. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht, aber der hat immer irgendwas zu jammern. Und jetzt auf einmal rastet er wieder so aus. Und warum ist mehr oder weniger, also das ist ja genau, ich weiß nicht. Das sind wahrscheinlich die Persönlichkeiten, er hört doch Stimmen in seinem Kopf, dass der eine ist die jämmerliche. Cenas Vater schon nach dem ersten Schubs ist er nicht mehr zu sehen. Weshalb wurde der jetzt ganz genau im Krankenhaus geschafft? Ich weiß nicht, der Tower. Ja, keine Ahnung, der hat schon einen Punkick von Orton kassiert vor Jahren. Und hat's überlebt. Ja, wahrscheinlich ist er deswegen noch geschädigt, deswegen braucht's jetzt nur noch so einen kleinen Schnipser. Ich habe das einfach schon zu oft gesehen, Orton gegen Cenas Vater. Und Cenas Vater war schon immer scheiße mit dieser Rolle, dass ich mich davon nicht erwärmen kann. Ich weiß einfach nicht, also ich sehe ein, dass es wohin führt und dass man was versucht. Ich weiß aber einfach nicht, auch hier weiß ich einfach nicht wirklich, was ich davon halten soll, weil ich keine Ahnung. Ich habe wirklich, Linie irgendwie nicht drin. Wie gesagt, dieses Problem, du bringst 2 Wochen vor dem Titel-Rematch jetzt die persönliche Einbindung durch den Vater. Und dann beim Rumble soll alles enden auf einmal? Das kann ich mir dann auch nicht vorstellen. Ja, muss es ja nicht zwangsläufig. Nee, aber danach kann es ja dann eigentlich nur noch nebenbei laufen, weil es ja eher so, schätze ich mal, Elimination Chamber Match hinauslaufen wird. Ja, aber deshalb können ja die beiden weiterfehlen. Theoretisch. Ja. Ich
können ja nicht sechs Leute gegeneinander fäden, das wird ja nicht werden. Ja. Ich glaube, das Amüsanteste war, als danach eingeblendet wurde, Cena's Dad is trending on Twitter. Da musste ich denken, ja, als nächste Woche haben wir dann Stiflers Mom. Ja. Cena's Dad, ja, super. Aber okay. Was kam danach? Danach kam das Tag Team Match, Non-Title Match. Die Rhodes Brothers gewannen gegen Ryback Bexel nach einem Crossroads von Cody Rhodes an Curtis Axel. Ja, 6 Minuten 40. Die Rhodes Brothers werden im Moment wieder recht stark dargestellt, gewinnen gegen alle Teams, wo sie vor ein paar Wochen nochmal verloren hatten. Haben absolut keine Herausforderer im Moment, aber sind halt jede Woche für ihr ordentliches Match da. Hast du eine Ahnung, wann Dean Ambrose dann letztes Mal seinen Titel verteidigt hat? Am 20. War das nicht irgendwann gegen Dolph Ziggler beim Main Event? Ja, Main Event über SmackDown, ja. Irgendwann Ende Oktober. Also nicht mal direkt Ende Oktober. Nein, natürlich, ja. Jetzt vielleicht mal von Hausshows abgesehen, da weiß ich es nicht genau, wobei da waren zuletzt auch keine Titelmatches. Ja. So lange ist, boah. Ja. Kam mir jetzt nicht so vor. Ich dachte irgendwann Anfang Dezember, Ende November oder so. Ich hab's jetzt irgendwo gelesen. Ich hab's jetzt nicht nachgeprüft, okay. Aber ich gehe mal davon aus, dass es jemand nachgeprüft hat. Ja. Ja, so viel zu 30-Tage-Regel. Ja. Ja, die gibt's ja eh nicht alleine schon von Ende. Kann man ja sagen, Schema bei WrestleMania hast du mehr als 30 Tage. Da kann man ja immer sagen, bei Hausshows wird er verteidigt. Ja gut, bestimmt auch wieder. Ja, das Tag Team Match war eigentlich ganz in Ordnung, also so Schlechteres gesehen. Ja, und Ryback hat in den letzten Tagen dann auch wieder... Ja, das auch. Das wollte ich jetzt nicht so deutlich sagen, aber... Nee, also ganz ehrlich, bisher war es ja immer schon so, dass man sagen kann, okay, man kann den Typ mögen, man kann ihn nicht mögen, er ist halt auch nicht der talentierteste Wrestler. Mittlerweile glaube ich einfach, der hat nicht mehr alle Daten am Zaun. Vielleicht hat er also wenn sein Alkohol- oder Drogenproblem. Ich will ihm da jetzt nicht. Ich glaube auch, der sollte aufhören, muskelfördernde Genussmittel zu naschen. Vielleicht ist er ja nicht ganz bei sich, wenn er diese Tweets von sich gibt. Falls jemand nicht genauso weiß, worum es geht, Ryback hat am Wochenende geschildert, dass er bald wohl entlassen wird. Dann hat er gesagt, hier irgendwie was Schlechtes zu Dolph Ziggler's Verletzung. Ja, passiert halt. Ja, ja. So nach dem Motto, ja, ich bin halt stark und so habe ich dann umgehauen. Naja, und wer mich interessiert und blablabla. Bla, bla. Er hat sich halt so halb über WWE lustig gemacht, so halb über die Internetfans. Über Gott und Welt. Also ich war mir ganz sicher, dass der Account gehackt wurde. Es war ja nun schon so, er hat ja schon oft Scheiße geschrieben und hat dann immer seine gesamte Timeline gelöscht. Und so war es hier auch. Er hat dann alles gelöscht und dachte, okay, gehackt. Jetzt wird online kommen, ja, sorry. Es wurde gehackt. Und dann hat er, ich glaube, Freitag hat es angefangen, Samstag wieder angefangen, so einen Scheiße zu posten. Sagt, ja, ich wurde gerade eben entlassen und das war mein letztes Match und auf Wiedersehen und dann löscht er die Scheiße wieder. Dachte mir, aber jetzt muss ja doch irgendwann mal kommen, dass er gehackt wurde. Nee, am nächsten Tag fängt er wieder an mit dem Dreck. Vielleicht ist der Account bis heute wieder gehackt worden. Ja, oder der hat irgendwie als Twitter Passwort feed me more oder so und gibt immer das gleiche ein. Weil also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Also ist so ein boah. Vielleicht hat er seinen Twitter-Account ja untervermietet. Ja, lustig ist, dass wohl Alvarez und Meltzer auch ihre Leute bei WWE gefragt haben, ob er wirklich entlassen ist. Und die haben alle gesagt, ja, ist entlassen? Oh, würde mich nicht wundern. Also mittlerweile wird es wohl so sein, dass er überhaupt gar keine Freunde mehr hat intern. Also die. Ja, aber wer heutzutage von WWE entlassen wird, der muss schon wirklich viel verbrochen haben. Genau. Und es gab ja Leute, die ihn mochten und die hinter ihm gestanden haben. Mittlerweile sollen ihn aber wirklich keine mehr mögen. Also er muss wirklich extrem unbeliebt sein, weil's keine Ahnung, also nicht nur ein Gimmick vermutlich. Ja, aber dass man dann immer noch so krampfhaft an ihm festhält, das verstehe ich. Ja, macht man das noch wirklich? Ich meine, ja, andere Leute sind dann komplett aus den Shows verschwunden oder die mussten dann wirklich jede Woche jobben. Na, Theorie ist ja, dass dieser Kram auf Twitter irgendein Engel ist oder so. Ja, so. Kannst mir doch nicht vorstellen, was soll das denn? Wahrscheinlich macht man wieder einen Engel draus. So wie jetzt, oh, Kali hatte seine Schulter oben, da machen wir eine Storyline draus. Ja, genau. Die man dann 1:1 enden lässt. Jein. Hat man's erwähnt? Nein, aber mein Gott, vielleicht hatte man einfach nur für diese Woche andere Pläne und jetzt bei SmackDown oder nächste Woche gräbt man's wieder aus. Gott bewahre, aber... Ja, weiter ging es dann mit Alberto Del Rio gegen Rey Mysterio. Ja, Del Rio kurzzeitig gedepusht und jetzt muss er gegen Matze ran, also muss man ihn jetzt wieder pushen. Deswegen darf er jetzt Wochen in Folge die Mexikaner und San Diegoaner ausschalten. Ich war nie, also ich
Es gibt so Leute, mit denen wäre ich nicht Freund, und Klavier gehört dazu. Ich verstehe nicht, warum den Puzzle nicht. Ich finde an dem nichts Interessantes. Es gibt ja durchaus Leute, die ihn sehr charismatisch und im Ring gut finden. Also ich finde ihn im Ring solide und er hat halt auch nur einen Gesichtsausdruck drauf. Im Ring will ich gegen ihn gar nichts unbedingt sagen. Da reißt er mich jetzt halt nicht mit, aber vielleicht reißt er mich da auch einfach nur nicht mit, weil ich ansonsten nicht viel in ihm sehe. Also im Ring würde ich sagen, er ist technisch wirklich exzellent. Seine Moves, also die Ausführung seiner Moves, die ist absolut in Ordnung. Nur halt. Das ist echt für einen echten ehemaligen Lucha-Wrestler, ne? Ja. Nur seine ganze, sein Stil gefällt mir nicht so sonderlich. Der ist halt sehr behäbig, Randy Orton-lastig. Ist das jetzt eine Beleidigung? Eine Beleidigung ist, wenn du nochmal nachfragst, ob es eine Beleidigung ist. Okay. mit Rey Mysterio, der ist halt wirklich im Moment nur noch da, um ab und zu mal da zu sein. Ne? Da kommt keine Storyline, er ist wahrscheinlich auch nicht wirklich fit und wird auch gar nicht gepusht wie irgendein Star oder irgendwas. Also damals, wo es noch SmackDown tatsächlich getrennt war, dann hat man ja immer noch versucht, ihn als was Besonderes darzustellen. Mittlerweile ist es aber vollkommen komplett anders. Bei er ist halt vollkommen in der unbedeutenden Midcard angekommen, ne? Ja, aber wirklich erschreckend. Ganz, ganz erschreckend. Also bis nach seiner Rückkehr eigentlich noch kein einziges wirklich wichtiges Match. Ja, aber er zeigt ja auch nichts. Was hat er gezeigt hier? Seated Centaur. Zweimal. Ja. Und der Rio hat den 619 genoseld. Ja, das ist ein bisschen Realismus. Aber ich bin genervt, dass ich mir nach dem Rumble Batista gegen den Rio angucken muss. Ich meine, auf Batista freue ich mich so leidlich, weil Batista einfach jemand ist, den man auch gegen die ganz bösen Bösewichter hätten stellen können. Und Del Rio ist für mich eher so... Nee. Auf jeden Fall forciert man jetzt die Fehde zwischen Del Rio und Batista. Hat man in der Promo danach noch so. Und wir werden sehen, was dann damit passiert. CM Punk war dann Backstage auf der Suche nach der Autorität. Und ja... Auch er konnte leider nur Kane finden. Meinte dann die New Age Outlaws, ja, die sind auch wieder nur von Triple H gesandt worden, um ihn eins reinzuwürgen, und er sollte doch endlich mal aufhören, sich hinter irgendwelchen anderen Leuten zu verstecken, wie so eine kleine Pussy, und ihm direkt gegenüber treten, wenn er mit ihm ein Problem hat. Hat er recht? Sollte Triple H mal machen? Das scheint wohl wirklich auf ein WrestleMania-Match hinauszulaufen. Wobei ich mir Punk an der Seite von Vince McMahon dann auch nicht vorstellen kann, um ehrlich zu sein. Ich glaube ja mittlerweile, dass man das gecancelt hat. Ja, das wird irgendwie nicht passen. Hier ist einfach der Punkt, das mit den New Age Outlaws hat mir gut gefallen. Das hier nicht, also ich verstehe das nicht. Es gibt für mich, ich sehe nicht den Hauptgrund, dass Triple H jetzt Punk ins Bein pissen will. Ich sehe diesen Grund nicht. Selbst wenn Punk irgendwie in einer unbedeutenden Promo was gesagt hat, das ist so krampfhaft ein Grund für eine Fehde finden. Und Punk weiß jetzt aber schon, dass es Triple H war. Und ich frage mich immer, wieder, wie kommt er denn darauf, dass es Triple H war? Wegen einem beschissenen Satz, und er gesagt hat, ich sehe den Grund für diese Fehde nicht. Wenn der Grund wäre, dass Triple H ein Arsch ist und dass Punk sich das nicht gefallen lassen will. Wenn das der Grund wäre, okay. Das ist doch der Grund. Das wird nicht thematisiert. Ja, das ist ja der Grund. Er hat gesagt, dass Triple H ein Arsch ist. Weil er einmal den Satz gesagt hat. Was ist das für ein Bullshit? Ja, was weiß ich, aber guck mal, die New Age Outlaws, die kannst du mit Triple H in Verbindung bringen. The Shield waren auch seine Bodyguards. Ja, es gibt trotzdem keinen Grund. Warum? Ich finde es viel erschreckender, die nicht vorhandenen Gründe, warum die beiden Chefs Triple H und Stephanie McMahon mal eben 2 Wochen wieder nicht da sind. Ja, okay. Ich find's gut, dass sie nicht da sind, aber die Begründung irgendwie. Richtig wäre doch gewesen, meiner Meinung nach, wenn du jetzt Punk, keine Ahnung, irgendwann nach der Survivor Series in 3 oder 4 Shows immer hättest eine Promo halten lassen, wo er immer wieder konstant auf Hunter und Stephanie McMahon eingeht und auf das, was schief läuft. Das wäre ein konstanter Aufbau gewesen. Dann wär's vielleicht wo jeder hätte denken können, okay, das gibt eine Konsequenz von Triple H. Zu dem aber Zeitpunkt wusste man wahrscheinlich das noch gar nicht, dass man das so für WrestleMania plant. Ja, dann hätte man es jetzt machen müssen. Man hat auch noch Ewigkeiten Zeit. Ja, aber jetzt ist er doch mit The Shield in einer Fehde. Was hat er mit The Shield, mit Triple H? Die haben seit Monaten nichts miteinander zu tun. Ja, aber CM Punk ist mit The Shield in einer Fehde. Welchen Grund hat Triple H... CM Punk eins auszuwischen. Er mag ihn nicht. Was ist das für ein Grund für eine Fehde? Das ist kein Grund, aber es ist so. Es ist einfach so. Und Punk weiß auch ganz genau, dass es Triple H ist, weil er ihn nicht mag. Ja. Das ist Kindergarten. Natürlich ist das Kindergarten, aber es ist WWE. Doch. Jens. Man hätte jetzt monatelang Zeit, dass Punk sich dorthin stellt. Diese Fehde gegen The Shield hat null Hintergrund. Punk war einfach nur jemand, der... Ja.
der Herr halten musste, weil die Shield, weil man so den Split andeuten muss. Jetzt hätte, wie gesagt, Punk jede Woche von mir aus auch aufgrund der Fehde mit der Shield sagen können, hier läuft das und das falsch und das und das falsch und bla 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 bla. Hat er ja einmal gemacht. Ja, einmal! Ja, und nächste Woche wird das wieder machen. Dieser Satz vermutlich, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Ja, es war definitiv nicht eine ganze Promo, vielleicht mal ein, zwei Sätze. Ja, in einer Promo auf jeden Fall. Aber ja, nächste Woche wird er es dann machen, weil jetzt halt die New Age Outlaws da wieder ihm ans Bein gepinkelt haben in Form von Triple H, nur halt. Ja, es geht mir ja nur darum, dass Triple H ja eigentlich gar keinen Grund hat. Punk wäre ja nicht der Erste, der mal einen Satz gegen ihn gesagt hat. Ja, die haben ja auch schon eine Vergangenheit und es ist wahrscheinlich einfach nur Know Your Role. Nach zwei Jahren fällt es mir wieder ein. Ach, naja, das fällt mich über so ein Mist auf. Ja. Dürfte auf jeden Fall für unsere Zuhörer unterhaltsam gewesen sein. Ja, es ist halt nicht der beste Aufbau, aber ich hoffe, da kommt noch was. Ich bin ja grenzenlos, nein, ich bin nicht ein Realist und meisten sagen deswegen, ich bin ein Pessimist, aber die Realität ist nun mal scheiße. Ja. Die Grenzen verschwimmen bei sowas auch schnell mal. Eindeutig. Na gut, gehen wir weiter. John Cenas Vater, ja, könnte sich eine Verletzung der Augenhöhlen oder sowas zugezogen haben. Man wird uns auf jeden Fall auf wwe.com die ganze Woche auf dem Laufenden halten. Yay. Ich hätte gerne einen Livestream auf dem Netz. Direkt ans Krankenbett. Irritiert ist, Grüße an Nexus, wenn du das hier hörst. Augenhöhlen in Klammern im Gesicht. Es führt für mich jetzt zu der Frage, wo gibt's im menschlichen Körper noch Augenhöhlen? Vielleicht weiß nicht jeder, wo es was Augenhöhlen sind. Ja, soll man nicht aus. Lassen wir das so stehen. Gut, und dann kam der Main Event. Steel Cage Tag Team Match. Die Usos gewannen gegen die Wyatt Family, nachdem sowohl Jimmy als auch Jay Uso aus dem Käfig klettern konnten. Lassen wir uns jetzt auf der Zunge gehen. Vorher schon. So. Ja. Event von Monday Night Raw. Da habe ich kein Problem mit, weil ich mag die Usos, das machst du mir auch nicht madig. Aber was ich so episch fand, war diese Regel, dass wir beide eines Teams aus dem Käfig rausklettern müssen. Und dann sind beide Teams so intelligent und es versucht immer einer aus dem Käfig zu flüchten. Wo er doch genau weiß, wenn ich rauskletter, ist mein Partner mit den anderen beiden im Ring alleine. Aber dann muss nur noch der rausklettern. Ja, hallo. Ja, wenn das allerdings die Regeln sind, ich meine, was willst du machen? Dann wäre, ja, Pinfall oder Submission. Ja, eben gab's Pinfall und Submission. Da reich ich mich jetzt gerade. Ja, gab's Pinversuche? Doch, nein, doch. Aber wäre möglich gewesen. Ja, es gibt ja auch Matches, wo nur Escape. Nee, da war aber alles möglich, haben sie gesagt. Okay. Das Interessante war nur, als einer von den Usos hat versucht rauszuklettern, hätten ja Brian und Wyatt eigentlich nur ihn rausklettern lassen können, dann hätten sie den anderen ja für sich gehabt. Aber nein, die haben versucht, ihn wieder raus in den Ring zu ziehen und haben es dann auch gemacht. Das ist so unlogisch. Ich fand es ja schon positiv, unlogisch, dass niemand aus dem Käfigtür gehen konnte, weil die Gefahr von Kane verschlossen war. Das fand ich großartig, weil das sind immer die dämlichsten Szenen. Wenn die Leute eigentlich nur aus dem Käfig gehen müssten und dann, oh, ich brauche aber so lange, um da hinzukommen. Der Weg ist so weit. Und ausgerechnet in dem Augenblick werden sie dann so langsam und der Gegner rappelt sich dann wieder auf. Zwei Minuten später springen sie auf und rennen. Ja, genau. Das fand ich ja schon mal gut, aber diese Stipulation, die war irgendwie merkwürdig. Die dümmste Stipulation, also das, was mich wirklich an Cage-Matches ankotzt, ist ja, hier ging das noch. Aber ist ja, wenn du so Blutfäden hast, so Brock Lesnar gegen Triple H. Dann versuchen sie zu flüchten. Und dann versuche ich das Match zu gewinnen, indem ich aus dem Käfig flüchte. Naja, jedenfalls, die beiden sind abgehauen. Die beiden Usos konnten sich dann auch irgendwie durchschlagen und die Flucht ergreifen. Und Bray Wyatt war dann, weil der Sieg durch ein Missverständnis zustande kam, nachdem Brian von einem der Usos in Bray Wyatt geschubst wurde und der ein wenig die Familienplanung hinten anstellen lassen muss in Zukunft, hat Bray Wyatt Brian attackieren wollen, wollte ihm die Sister Abigail verpassen, Brian wollte aber nicht, dann hat sich Bray Wyatt ihm angeboten, das wollte Brian dann aber auch nicht, wollte Wyatt ihn dann doch attackieren und Brian ist dann endgültig wieder, soweit es vorher überhaupt ein Turn war, zu seinem alten Gimmick zurückgekehrt, hat den Overall ausgezogen und hat Bray Wyatt abgefertigt. Absolutes Tollhaus. Die Publikumsreaktion war überragend. Alle Zuschauer gingen richtig steil. Und ich muss sagen, ich war überrascht.
Ich hatte jetzt, also ich fand den Zeitpunkt sogar gar nicht schlecht gewählt jetzt vor dem Rumble, weil ich fand den Turn schon wenig sinnhaft. Und es hat beim Publikum gezogen. Und was noch viel entscheidender ist, man hat Brian nicht gekillt. Und man kann Brian anscheinend im Moment einfach nicht killen, egal was man auch bei WWE versucht. Wenn ich krampfhaft gerade zu einem gegeben ist Brian bei der Survivor Series angedeutet, nach zusammen mit Punk gegen. Punk und Brian gegen. Ja. Weißt du auch, the rest and the beard. Ja, genau. Also das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass es einfach ein bisschen, man merkt halt ganz deutlich, dass sich in den letzten Monaten die Pläne so um 180 Grad geändert hat. Weil man hätte ja mit dieses Handicap-Match von TLC hätte man ja auch irgendwie bei der Suse zeigen könnten, wenn das lange geplant war. Und dann hätte man Brian einfach eher turnen lassen können, also turnen in Anführungsstrichen, eben schon im Zeitraum um TLC herum. Um dann ein Match beim Royal Rumble aufzubauen. So kam das alles so extrem fix. Und wenn man jetzt das Match zwischen Brian und White erst nächste Woche bekannt gibt, dann sind es 6 Tage bis zum Rumble. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Es wirkt halt so extrem, extrem, extrem gehetzt und so extrem schnell, das missfällt mir jetzt. Aber ich muss sagen, für die Kürze der Zeit hat man es jetzt halt wirklich gut umgesetzt, dass Brian praktisch erst kooperiert hat und dann halt die Chance im Cage genutzt hat, wo kein anderer eingreifen konnte, sich an White zu rächen, was er eigentlich die ganze Zeit vorher versucht hat. Nur da waren Harper und Rowan immer im Weg und jetzt hatte er halt die Chance und er hat sie genutzt. Und Kane hat da halt vielleicht unbeabsichtigt, vielleicht beabsichtigt, auf jeden Fall hat Kane da auch eine Rolle gespielt. Gab es in der letzten Woche eigentlich nur ein einziges Segment, in dem darauf eingegangen wurde, dass die Bella, dass Pre-Bella sich irgendwie um Brian sorgt oder Brian man hatte wohl erwähnt, dass sie Brian vertraut, egal was er gerade tut. Ja, sie hat auch gezwitschert, getweetet, aber in den Shows selber hat man davon nichts gezeigt. Wo ich mir dann eher gedacht habe, hör doch auf, da drüber noch bei Twitter zu schreiben, vielleicht merkt keiner diese Logiklücke. Stattdessen schreibt die dumme Butte dann noch bei Twitter, ja, ich habe immer gewusst, ich kann ihm vertrauen. Boah. Erwähnenswert finde ich übrigens noch, dass es das zweite Tornado-Take-Team-Match innerhalb von einer Woche war. Sicherlich nur Zufall, aber bei NXT gab es letzte Woche auch eins. Ach, ja, habe ich nicht gesehen. Minivans Ascension gegen Hunico. Ah und ja, stimmt. Da musste ich ja noch nachholen. Finde ich ganz bemerkenswert, weil ich gefühlt seit wie vielen Jahren... Oder ja, beim Steel Cage hast du ja immer Tornado. Ja, aber wann gab es das letzte Mal ein Take-Team-Tornado-Match? Also in Take-Team-Steel-Cage-Match. Irgendwann... Nee, ja, daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ein Tornado-Take-Team-Match irgendwann mal bei diesen ganzen komischen Zuschauerumfragen, glaube ich, ne? Vor einem Jahr oder so vielleicht. Könnte sein. Also ich erinnere mich bloß gerade bewusst nicht dran, wird es schon mal irgendwann gegeben hat, aber war noch nicht so besonders bedeutet. Ich fand das Match auch ganz in Ordnung, für ein Steel Cage Match auch gut gebuckt, hat Spaß gemacht. Das Comeback der Usos fand ich wieder, boah, hör doch auf! Ich weiß nicht, welcher Uso von den beiden war, aber dann zieht er halt seine Moves durch, seine Clotheslines und seinen Kick in, ja, war das überhaupt ein Tornado-Match? Gott. Es gab keinen Tag, aber es ist halt ein Steel Cage Match. Das eine Mal bei stand doch der eine Uso draußen, aber nee, ist klar. Nein, der war nur K.O. Fakt ist, dieses sein komisches Comeback und das besteht schon aus so minder ernst zu nehmen oder so wie der rumspringt. Das ist schon immer so, dass es nicht komplett ernst nehmen kann. Und natürlich so. Aber beim Gegensatz zu einem Kofi Kingston wenigstens Schmackes, wenn er da seine super versucht, da will ich ja gar nicht sagen, der Gegner schon vorher auf dem Boden liegt. Aber du hast ja so ein verbissenes Match und schon das zweite Match des Abends und dann kommt das Comeback nachdem eben lange, lange die Usos Brühl einstecken muss. Ja, aber so ist es dann. Dann stellt er sich in die Ecke und fängt wieder an. So, und ich denke mir doch, du Rind. Ja, aber anders ist es ja bei Brian eigentlich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Er hat dann seine Haare und macht dann seinen ernsten Gesichtsausdruck. Ja, fletscht die Zähne so ein bisschen, schüttelt die Haare. Das ist halt WWE. Da hatte ich ja heute mit irgendjemandem, ich glaube mit Eagle Whiskey, da auch so eine Diskussion über die Ringpsychologie und die Matchführung. Falsch rübergekommen, oder? Was ich da geschrieben habe. Ich hatte geschrieben in den News, dass die Leute weniger Wrestling und mehr Storytelling lernen sollen. Damit sind nicht Storylines gemeint. Storytelling, nein, die eine Geschichte erzählen im Ring. Wie man ein Match führt. Ja, genau. Und wenn das irgendjemand weiß, dann Daniel Bryan. Ja.
Ruht ja nicht umsonst, ich glaube, dreimal, viermal zum besten Wrestler der Welt gewählt, ja. Folge. Genau. Damals. Also mehr noch, ich weiß gar nicht, bester technische Wrestler ist er, glaube ich, immer noch. Also ich glaube, von 2006 bis 2012. Und bester Wrestler war er bis 2006 bis 2010 oder so. Ja. Ich glaube auch, zumindest das Rekord, zumindest das beste technische Wrestler. Also. Ich meine, das mit den Yes Chants nervt mich auch, weil es einfach übertrieben ist dann am Ende. Aber war das nicht krass, wie das Publikum wieder mitgegangen ist? Da war schon wieder so ein bisschen Seattle. Das finde ich ja gut, aber er selber muss es ja jetzt nicht machen. Ja. Aber es funktioniert. Ja, natürlich funktioniert es. Solange nur er es macht und nicht jetzt auch wieder Big Show oder irgendwelche anderen Dödel. Ich versuche auch einfach, wann die Offiziellen denn jetzt mal mitbekommen, dass Randy Orton nicht over, Daniel Bryan over. Bis man da mal so, weißt du, so, bis es dann irgendwann mal Klick im Hirn macht. Die haben es wahrscheinlich schon gecheckt, aber es ist ihnen vielleicht dann doch nicht so wichtig, um es mal freundlich auszudrücken. Okay. Lassen wir es so stehen. Weil sie haben ihre eigenen Vorlieben und die lassen sie sich nicht diktieren. Scheißegal, was die Leute wollen. Genau. Das hat ja mal funktioniert. Vince McMahon hat ja auch mal gesagt, ich gebe den Leuten und ich sage den Leuten, was sie mögen und sie werden es lieben. Das Problem ist, dass es eben halt so einfach nicht mehr ist. Und ich glaube, genau das ist auch der Grund, warum es seit vielen Jahren bergab geht, weil man verlernt hat, den Leuten das zu geben, was sie wollen. Das, was viele Leute wollen und auch viele Leute wollen, die bezahlen, ist zum Beispiel nicht John Cena als Superheel oder als Superman an der Spitze der Company. Frauen und Kinder sind am Ende nicht das Hauptzielpublikum. Und das ist jetzt nichts, was ich jetzt sage, weil ich sage, Wrestling ist ein Männersport, sondern das ist etwas, ich glaube, über 70% der Zuschauer sind eh männlich, sind keine Kinder, und der durchschnittliche Raw-Zuschauer ist männlich und 39 Jahre alt. Wem interessiert das, was 2% der Zuschauer wollen, weil es Kiddies sind? Und nochmal 5%, weil es Frauen sind, die John Cena toll finden. Wem interessiert das? Wem interessiert den Merchandise? 4 Millionen nimmt, oder 6 Millionen nimmt man jährlich an Merchandise ein. Ja, drauf geschissen. Was davon geht alleine an Cena? Und was lässt man sich hingehen, weil man den Leuten nicht gibt, was die Leute wollen? Vor allen Dingen, was sind 4 Millionen im Vergleich zu jetzt ja, Pay-Per-View-Buys und Pay-Per-View-Buys und vielleicht hätte man schon, wenn man ihn, ich meine, 2006 war das ja schon, dass man dass Cena unglaublich gehasst wurde. Das wurde dann wieder weniger. Und in den letzten Jahren lag aber auch daran, dass er zwischendurch mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr weg war. Ja. Ja, ich habe auch gar nichts dagegen. Also John Cena gehört ja auch noch irgendwie an die Spitze der Company, nur halt nicht in dieser überpräsenten. Ja, von auch überpräsent, aber doch auch nicht so, wie er dargestellt Nein, wird. Nein. Es gibt doch einfach Ecken und Kanten. Es kann doch von mir aus im Main Event stehen. Das ist. Aber. Boah. Naja. Gut. Fazit? Ganz schwierig diese Woche. Also ich weiß es nicht. Also bei mir überwiegt ganz klar das Positive. Aber die Show war halt auch komplett anders aufgebaut. Du hattest kein längeres In-Ring-Segment. Es war halt relativ matchlastig. Das fand ich aber gar nicht schlimm. Nee, ich auch nicht. Es war halt anders als sonst. Du hattest ein paar ordentliche Matches, ein paar Überraschungen, ein tolles Ende. Ja, du hattest halt ein stinklangweiliges Kingston gegen Orton Match. Big Show, der einfach nur nervt. Das Steven Match war schlecht. Swagger wurde demontiert. Ja, also so 6 bis 7 Punkte würde ich geben. Also ich fühlte mich relativ gut unterhalten durch die Bank und die Show war relativ kurzweilig, jetzt mal abgesehen von dem Orton-Match, was sich wirklich gezogen hat, wie 3 Tage alter Kaugummi. Ich hab im Vorfeld zu unserer Aufnahme jetzt hier schon überlegt, wie ich die Show bewerte. Ich meine, ich kann mich nicht entscheiden. Andererseits, irgendwas sagt mir im Kopf, okay, es ist relativ wenig Spektakuläres passiert und dann denke ich mir aber, ja doch, es sind doch wichtige Sachen passiert, also Brian's Turn zurück und das mit New Age Outlaws und so. Das kannst du so wieder nicht sagen. Andererseits, was war jetzt wirklich, was ich mitgerissen habe? Auch nichts. Es war aber auch jetzt nicht wirklich Schlechtes dabei. Also, abgesehen vielleicht von okay, das Match von Orton gegen Kingston war zu lang. Aber oh Gott, da habe ich auch schon wesentlich Schlechteres gesehen. Also, das war scheiße, aber. Ja, ist ja auch okay, wenn du es nicht so schlimm fandest. Aber ich fand es einfach sowas von dermaßen öde, einschläfernd, grottig. Zumindest mit einem Upset. Uninteressant, ja. Positives. Und es war jetzt nicht schlecht in dem Sinne von, die beiden wussten nicht, was sie tun.
Gibt's ja auch mal Nein, schlecht. nein, es war Sind halt ja das einfach nur. eigentlich so Es war was. uninteressant, so. Ja, langweilig halt. Das war's tatsächlich. Ja, ich würde auch sagen, ja, guten Tag, gib mir mal 7 Punkte. Also letzte Woche fand ich, hat's mich irgendwie mehr mitgerissen, warum auch immer. Ich kann es jetzt nicht benennen, warum dem so war, aber ich würde auch sagen, letzte Woche war ein Hauch besser, aber es war trotzdem eine gute Show. Ich gebe auch 7 Punkte. Gut. Dann mache ich jetzt noch mal einmal Werbung für Ring of Honor Wrestling in dieser Woche, denn man hat mit der ersten Show der neuen Tapings jetzt angefangen, man ist ins neue Jahr gestartet. Es ist das Comeback-Match von Chris Hero, einigen als Cassius Ohno aus NXT bekannt, im Main-Event gegen Kevin Steen. Vorher gab es bei einer netten Promo einen kleinen Shoot, denn Kevin Steen meinte, ich Oh werde dir hinterher in den Arsch treten und du wirst nur noch sagen, oh no! Ach, Kevin Steen. Dazu gab es den Start des Top Prospect Tournament mit 2 Matches. Dabei ist vor allem das erste Match extrem interessant gewesen zwischen Raymond Rowe und Kongo, einem 350 Pfund Schwergewicht. Sehr interessante Körperstatur. Also Brian und Ein also ich glaube, Riesenwampe, Brian der Kerl. in die Show war es so, die haben das Match ziemlich zerrissen. Wobei, ich habe die Show noch nicht gesehen. Ich gucke mir die dann morgen an. Wobei Brian großer Fan von Kongo war und richtig angepisst war, dass er nicht weiterkam, weil Raymond Rowe einfach nur ein Typ war. Also ich finde Raymond Rowe großartig im Ring, klasse. Ich finde das Gimmick stark. Der wirkt halt auch. Der wirkt einfach cool. Weiß ich nicht. Da fand ich eher Corey Hollis und Mike Posey absolut irrelevant. Und TNA-Referee, ne? Wir müssen drüber reden. ja, Jay Lethal war auch dabei gegen Caprice Coleman in einem ordentlichen Match. Und man hat halt Alter, wirklich. wie ist Coleman? Ja. Der Typ ist Move, 40! move, move, Ja, move. mit dem Namen Roof. Ich meine, warum nicht Cedric Alexander? Weil der noch 2 andere Matches bei den Tapings hatte. Ach, okay. Weil ja ACH nicht konnte. Jedenfalls hat man viele Stories in Gang gesetzt. Michael Elgin hat so ein bisschen geturnt, hat dem Kongo eine Art Powerbomb verpasst. Keine richtige, weil es dann doch ein bisschen schwer, so einen klobigen 350 Pfund Kerl hochzuwuchten. Ja, weil er halt auch ziemlich unförmig ist, wenn ich mich richtig Ja. erinnere. Es Ist ist auf zwar jeden Fall groß, aber dafür breit. viel passiert in dieser ersten Show des neuen Jahres, die jetzt wirklich von Bedeutung war, und schaut mal rein, lohnt sich. Die kommenden Wochen werden auch besser, noch besser werden, vermutlich. In 3 Wochen gibt's den Main Event Roderick Strong gegen AJ Styles. Also Ring of Honor greift nochmal Letzte an. Woche gab es den Main Event von Final Battle. Ja. Also für alle, die es nicht gesehen haben, dementsprechend. War jetzt so schlecht jetzt auch nicht, möchte ich Nee. mal vorsichtig sagen. Nee, habe ich nur schon gesehen gehabt. Ja, eben. Weil du sagtest hier die erste Show von Bedeutung, also. Ja, weil es halt eigentlich im letzten Jahr war Final Battle, deswegen. Aber ja, kein Pay-Per-View mehr, dementsprechend. Aber egal. Gut, Ich bin damit gespannt. ist die Werbung für Raw gemacht und wir kommen zum Ende. Dann, Ja, ja, sieht's oder? aus. Gut, Ja. dann sagen wir bis zur nächsten Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.